Tut mir leid, dass ich Sie wecken muss. Ich suche einen Arzt. Es besteht aber kein Grund zur Besorgnis. Stewardess, ich glaube, der Herr, der neben mir sitzt, ist Arzt. Sir, entschuldigen Sie bitte, Sir. Es tut mir leid, dass ich Sie wecken muss, aber sind Sie Arzt? Ganz recht. Wir haben ein paar Passagiere, die ziemlich krank sind. Könnten Sie wohl mal kommen und sie sich ansehen? Ja, ja, selbstverständlich. Zeigen Sie mir Ihre Zunge. Sagen Sie dem Captain sofort, wir müssen so schnell wie möglich landen. Die Frau muss sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Krankenhaus? Was ist es? Ein großes Gebäude mit Patienten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sagen Sie dem Captain, ich muss ihn sprechen. Selbstverständlich. Captain, wie schnell können Sie landen? Das kann ich nicht sagen. Sie können es mir sagen, ich bin Arzt. Nein, ich meine, ich bin mir nicht sicher. Gut, Sie könnten doch aber raten. Tja, nicht vor etwa 2 Stunden. Sie können es innerhalb der nächsten 2 Stunden nicht raten? Nein, nein, nein. Ich meine, wir könnten nicht landen innerhalb der nächsten 2 Stunden. Diesseits der Berge ist alles voller Nebel. Wir müssen nach Chicago durchkommen. Ventilfedern, Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber wir haben ein kleines Problem im Cockpit und ich wollte... Cockpit? Was ist das? Das ist das kleine Zimmer vorne im Flugzeug, wo die Piloten sitzen. Aber das ist im Moment nicht so wichtig. Sehen Sie, der erste Offizier, der ist krank und der Captain braucht jemanden, der ihm mit dem Funkgerät hilft. Können Sie diese Maschine fliegen und landen? Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch natürlich meine ich das. Und bitte nennen Sie mich nicht ernst. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will aus dem verfluchten Ding raus. Ich will aus dem verfluchten Ding raus. Ruhigen Sie sich, reißen Sie sich zusammen. Bitte lassen Sie mich das machen. Ich will raus, ja, ich will raus. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich kümmere mich um diese... Beruhigen Sie sich! Doktor, Sie werden am Telefon sein. Es wird schon alles in Ordnung kommen. Bitte versuchen Sie, sich zusammen. Sie sollten sich nicht überanstrengen. Was geht hier vor? Wir haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Also gut, ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Das Wichtigste ist, dass Sie ganz ruhig bleiben. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist wohl richtig, dass ein Mitglied der Crew erkrankt ist. Eine leichte Erkrankung. Aber die anderen beiden Piloten sind völlig in Ordnung. Sie haben alles unter Kontrolle und fliegen das Flugzeug. Sie sind frei, ein Leben religiöser Erfüllung zu verfolgen. Wie geht's den Passagieren, Doktor? Ich will Ihnen nichts vormachen, Mr. Stryker. Unsere Zeit läuft ab. Aber irgendetwas müssen Sie doch tun können. Ich tue alles, was ich tun kann. Jetzt gehe ich erstmal pinkeln. Ich wollte euch beiden nur viel Glück wünschen. Wir zählen alle auf Sie. Ich wollte Ihnen beiden nur sagen, viel Glück. Wir alle zählten auf Sie.